keine Parallelgesellschaft aus Deutschen. Vielleicht gibt es auch viele Asoziale, die wir auch haben, aber dass diese Parallelgesellschaft, diese Abschottung vom Staat, das Nicht-Akzeptieren der Regeln, Nicht-Akzeptieren, dass wir gleichberechtigt sind, das wird immer mehr und es ist ja nicht nur die Polizei betroffen, das wirkt sich auf die ganze Gesellschaft aus. Nun bekommen Sie für Ihre deutliche Sprache dort auch in Ihrem Buch auch Applaus von Rechten und von Rassisten, obwohl Sie in dem Buch dezidiert sagen, solche Themen wie zum Beispiel die angebliche Vererbbarkeit, die Sie damals geäußert hat, dabei Schwachsinn, also Sie sind da sehr deutlich. Sie kriegen aber trotzdem viel Applaus aus der rechten Ecke. Wie reagieren Sie darauf? Ich kann es mir tatsächlich nicht aussuchen. Natürlich gefällt es mir nicht, aber das Thema ist viel zu wichtig, um es nicht anzusprechen, weil die Probleme sind da. Ich bin nicht recht. Nur wenn wir das Problem nicht ansprechen, können wir das Problem auch nicht beheben. Und also von daher, ich würde sagen, dass ich jetzt nicht einfach oder einen Bonus habe, das erwähnen zu können. Allerdings wäre ich Deutsch hätte ich nicht genauso geäußert, weil die Probleme sind da. Sie benutzen aber auch Worte wie zum Beispiel Rudelbildung, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt war, denn damit bewegen Sie die Menschen vom Menschsein zum Tiersein. Da kalkulieren Sie den falschen Applaus doch ein. Nee, das ist ja nicht so, es sind hier nicht wie Tiere gemeint, aber dieser Begriff vereinfacht das Ganze. Dann kann sich jeder darunter vorstellen, was es ist. Ich könnte natürlich auch eine Massenbildung sagen, aber eine Rudelbildung, das ist auch nicht in dem Punkt böse gemeint. Nur der normale Mensch weiß eben nicht, wie schnell sowas passieren kann und was es dann auch für Auswirkungen hat. Damit jetzt kein falscher Eindruck entsteht, möchte ich auch einen anderen Satz von Ihnen zitieren, der lautet: Die meisten hier lebenden Migranten sind hart arbeitende Menschen. Sie haben sich vorbildlich integriert, respektieren das Land und die Gesetze, Regeln und Normen, ohne dabei ihre Herkunft und Identität zu verleugnen. Sie schreiben eben jetzt speziell über die wenigen, wo es so anders läuft. Was verläuft denn bei denen so gänzlich falsch? Also ich denke, die kulturelle Prägung, die erlebt haben und das Sozialverhalten, das ist einige von denen, mit denen wir eben die Probleme haben, die wachsen in archaischen Strukturen auf, wo wirklich Gewalt herrscht, wo die Frau nicht respektiert wird. Und ich habe es oft eben erlebt, dass man sagt, ich möchte mit diesem Land nichts zu tun haben. Also die Menschen sind hier geborene junge Menschen oder leben seit Jahren hier und die sagen wirklich, ich scheiß auf dieses Land, ne? Das sagen die ganz klar. Ich möchte mit euch Deutschen nichts zu tun haben. Und dabei denke ich mir, ihr seid selber Deutsche. Also man schottet sich komplett ab und da müssen wir uns eben nicht wundern über die Probleme, die wir haben. Sie haben jetzt Ihre eigene griechische Familie schon erwähnt. Was ist denn bei Ihnen und Ihrer Familie besser gelaufen? Also mein Leben ist irgendwie ganz normal verlaufen, wie jedes Leben auch eines deutschen Bürgers. Also wir sind ganz normal in der Familie groß geworden, wir sind zur Schule gegangen, wir haben die Sprache gelernt und von daher ist es ganz normal gelaufen, wie es laufen sollte. Lässt sich denn irgendwas daraus lernen, was bei Menschen, die sich so falsch entwickeln, wie Sie das schildern, anders laufen müsste? Also man muss auch den Willen haben, sich zu integrieren, weil oft wird auch dann der deutschen Gesellschaft die Schuld gegeben. Man sagt, ja, ihr sondert uns aus, ihr habt uns nicht integriert, aber man muss sich wirklich bemühen. Und wenn der Wille da ist, hier in Deutschland wird keiner wirklich diskriminiert und gesagt, du heißt jetzt Mohammed, du hast ja keine Erfolgschancen, was nicht der Fall ist. Also man muss wirklich Eigeninitiative zeigen. Es gibt keinerlei Diskriminierung in Deutschland? Natürlich gibt es die, aber das ist so, es ist ja nicht so, wenn jetzt einer Mohammed heißt und sich da bewirbt, das heißt nicht so, ach du heißt Mohammed, wir nehmen dich jetzt nicht. Also ich habe diese Erfahrung mit meinem ausländischen Namen nicht erlebt. Ich habe es bei vielen Freunden, die ausländische Wurzeln haben, auch nicht erlebt. Und also wenn man automatisch in diese Opferrolle schlüpft, muss man sich nicht wundern, dass man muss eben in der Schule gut sein, man muss die Sprache gut beherrschen können. Und wenn diese Voraussetzungen nicht gegeben sind, dann muss man sich nicht wundern, dass es nicht klappt hier in Deutschland. Sie führen diese Debatte schon länger. Sie haben Brandbriefe geschrieben, Sie treten auf Podien auf, jetzt eben dieses Buch. Hat sich irgendetwas verändert, seitdem Sie damit so an die Öffentlichkeit gehen? Also es hat sich ja, ich hatte den Brief ja 2013 veröffentlicht und seitdem hat sich nichts verändert. Deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, um ja, dass mehr Menschen auf dieses Thema aufmerksam werden. Jetzt wird mir natürlich zugehört, dass ich im Radio bin, im Fernsehen bin, aber faktisch auf der Straße hat sich eben noch nichts verändert. Die Menschen machen sich jetzt mehr Gedanken, aber die Umsetzung fehlt noch. Was erwarten Sie denn von der Politik oder von Ihren Dienstvorgesetzten oder von wem? Also an den Dienstvorgesetzten scheitert es nicht, weil die sind auf meiner Seite und die sehen die Probleme ja auch. Ein wichtiger Punkt ist auch, dass die Politik auch klar benennt, wir haben Probleme mit einigen Migranten und weil das wirklich jahrelang verschwiegen wurde, weil man Angst hat, in die rechte Ecke gedrängt zu werden. Es müssen Gesetze auch verschärft werden, dass man wirklich
eine starke Hemmung hat, Polizeibeamte anzugreifen, Personen, die im öffentlichen Dienst stehen, auch jetzt Rettungssanitäter, Lehrer. Also das ist, die erleben ja auch diese gleiche Respektlosigkeit, die wir als Polizisten erleben. Und ein Umdenken muss auch in der Justiz erfolgen. Ich erlebe das ganz, ganz oft, dass ja, das Verfahren eingestellt werden, dass es gar nicht zu einem Gerichtstermin kommt. Und wenn, haben wir ein mildes Urteil. Und wirklich Intensivtäter, die nehmen das nicht ernst, weil die Verfahren werden eingestellt oder die kriegen eine milde Strafe. Und das ist auch ein völlig falsches Signal, was die Gerichte da auch senden. Das ist sehr erkennbar. Der Notruf einer Polizistin, so lautet auch der Untertitel Ihres Buches. Tanja Kambouri, Bochumer Polizistin, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Danke auch. Der Haupttitel lautet Deutschland im Blaulicht. Sie bekommen es im Piper Verlag, rund 220 Seiten. Das Taschenbuch kostet 14,99 €, das E-Book 11,99 €.